es ist gut gelaufen. Trotz ein paar Schwierigkeiten, die wir hatten mit dem Verkehr und mit dem Licht, haben wir es nicht top können umsetzen. Aber die spielen jetzt schon das zweite Mal im Europapark. Was bedeutet das für euch, jetzt spielen? Es ist natürlich eine geniale Plattform, um einerseits mal im Ausland zu spielen. Und andererseits gibt es keine bessere Plattform, um Junge zu werben, mal mit uns Cliffhangers aufzutreten, damit sie mal so ein bisschen bei uns den Laden von innen sehen. Was sind Cliffhangers? Das ist eine wilde Showtruppe, die mittlerweile ziemlich im wilden Zeug herumreist und Konzerte geben im Showtrommelbereich. Und gleichzeitig sind wir auch aktiv für Jugendförderung dran, für Kadetten. Was habt ihr für nächste Ziel? Ja, also jetzt nächstes Jahr, am 20. Mai, haben wir das Jubiläum, 10 Jahre. Da gibt es ein grosses Trommelkonzert im KK Thun. Und dieses Jahr haben wir noch eine Show im Wallis. Und Fulohung wird sicher dieses Jahr auch wieder toll mit dem Technicolor.